So, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Fabian von Denitiv Gaming und heute ist meine GTX 79 gekommen. Alter. Ja, das ist die Verpackung. Steht eigentlich schon alles drauf, was ihr wahrscheinlich schon wissen solltet. Ja, 4 GB ist die Pellet-Version. Meiner Meinung nach die hübscheste von allen. Schauen wir mal, probieren wir es mal aufzumachen. Es hat ein bisschen länger gedauert. Dabei haben wir einen, hier VGA zu DVI Adapter, wozu, ja, weiß nicht, wer heutzutage noch VGA hat. Da haben wir. Dann gucken wir mal kurz auf der Rückseite. Die ist nicht komplett ummantelt wie die normale, also die Herstellerversion. Die hat ja auch hinten, die aussieht wie die Titan. Die hat auch hinten. Was mir hier auffällt, der Aufkleber, wo Pelle dran steht. Ah ja, genau. Also gleich noch. Wir haben hier DVI. Dann haben wir Mini DisplayPort, 3 Stück. Und Mini-HDMI. Habe ich jetzt schon ein DisplayPort, einen Mini-HDMI und den DVI habe ich jetzt alle drei schon in Verwendung. Zwei sind noch übrig, das ist nice. Und das bei 3 Bildschirmen. So, dann haben wir mal hier ein bisschen Grafikkartenporno. Genau, hier haben wir diese Metallplatte, die hier drauf geklebt ist, die hat sich bei mir wohl ein bisschen gelöst auf der einen Seite. Ist aber kein Problem, habe ich mit Sekundenkleber kurz festgeklebt. Und jetzt habe ich was Hübsches für euch. Genau, damit ihr mal hören könnt, wie laut es ungefähr ist. Vielleicht, Achtung. Genau, jetzt hat er sich eingestellt und jetzt lasse ich den mal hochfahren. Der läuft so ungefähr auf 900 Rotations per Minute. Und jetzt auf 4300. Das sieht
bläst höllisch, sag ich euch. Also mehr geht nicht. Und jetzt fahren wir sie mal wieder runter. Auf 20% 900. Genau. Ja, sehr geil. Ja, und wie gesagt, also auf 20% ist meistens, man hört sie ganz leicht, ja. Aber auch nur, wenn mein Prozessorlüfter und der andere komplett auf Minimum auch laufen. Und so schnell habe ich sie noch nicht laufen hingekriegt. Also das Maximum, was er mir angezeigt hat, waren 2000 RPM. Ist nicht mal die Hälfte. Jetzt erstmal für dieses Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt auch Fragen stellen, liked auf Facebook, kommentiert hier drunter. Ich versuche es zu beantworten. Haut rein. Ciao.